Ja, hallo zusammen ins Publikum, Damen und Herren. Ich bin Gero Wittig, haben wir gerade gesagt, männlich, yes. Und ich darf heute was Kollege Musik vortragen. Ursprünglich war ich angekündigt im Programmheft als Musik allgemein, aber wie es da steht, über Musik zu sprechen, ist wie zu Architektur zu tanzen. Deshalb Kollege Musikum. Und ich möchte gerne Ihre Verbundenheit zum Kollegen Musikum ein bisschen stärken. Deshalb fange ich mal damit an, zu fragen, an was Sie denken, wenn Sie einen Steg sehen, am See sitzen, auf dem Steg, die Frösche quaken hören und wenn Sie vielleicht noch eine Schnecke entdecken, die den Pfosten hochläuft. Was denken Sie da? Ich hoffe, als allererstes ans Kollegium Musikum, das Kammerorchester in Aalen. Denn jedes Streichinstrument hat einen Steg, jedes Streichinstrument hat eine Schnecke, jedes Streichinstrument hat einen Frosch und auch Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, alle bestehen aus Holz, aus dem Herzen der Natur. Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, das sind die vier Instrumente, die bilden zusammen die Streicherfamilie. Wir vom Kollegium Musikum sind auch so eine kleine Familie, eigentlich auch schon ohne Streichinstrumente. Uns gefällt es ganz gut zusammen in der Gruppe und mit diesen Streichinstrumenten haben wir auch einen schönen Klangmöglichkeiten. Wir haben von ganz tiefen Tönen bis zu ganz hohen Tönen alle Entfaltungsmöglichkeiten. Und jetzt brauchen wir nur noch die Leute, die diese Dinger bedienen. Da haben wir auch ungefähr 5 Cello-Spieler, einen Kontrabassisten, 4 Bratschen, 12 bis 14 Geigen. Und wenn die zusammen nach Proben in die Seiten langen, dann kommt da schon ein schöner homogener Klang raus. Und das Kollegium Musikum, wie es da steht, das ist gerade die akute Besetzung vom Oktober. Gibt es aber schon eine Weile länger, ja, schon über 60 Jahre gibt es das Kollegium Musikum in der Stadt. Also eine feste Institution. Und hier sieht man ein Foto zum Beispiel aus dem Jahr 1959, wo auf der Kapfenburg die herbstliche Serenade gegeben wurde. Das ist eine ganz alteingesessene Einrichtung. Seit 1959 gab es das jedes Jahr wieder. Dieses Jahr auch, vor einem guten Monat, haben wir die 62. herbstliche Serenade in Folge gegeben. Das war schön besucht, gut besucht, hat Spaß gemacht zu spielen. Ich glaube, war nicht nur für uns ein Spaß. Und was in so 60 Jahren eine logische Konsequenz ist, dass die Mitglieder wechseln und auch der Dirigent. Ich habe das Glück, seit 3 Jahren dirigieren zu dürfen. Wie gesagt, meine Stimme hören oder meine Sprache besser, die Stimme ist was anderes. Komme ich nicht direkt aus Aalen, sondern aus Koblenz, bin dann über Mannheim-Heidelberg mit Musik und Physik weiter Richtung Süden über Stuttgart dann in Aalen gelandet, beim Zeiss, wie Sie es gehört. Und habe da auch das Glück, dass ich ins Kollegium Musikum gekommen bin als Dirigent. Wir haben ein breites Repertoire, da kommt die Musik zusammen, von Vivaldi angefangen, Barockmusik über Klassik, Beethoven, Schubert kennt man noch, dann in die moderne Ravel, Poulenc und dann geht es Richtung Jenkins. Den Namen kennen Sie nicht, die Musik kennen Sie, wenn Sie wüssten, wer es von dem ist. Und auch schon Edith Piaf haben wir was gespielt für Streicher, also das ganze Spektrum können wir bedienen und abdecken und haben unseren Spaß dran. Das sind die heiligen Hallen, in denen wir zu finden sind, wenn wir konzertieren. Die Kapfenburg, habe ich schon gesagt, jedes Jahr im Herbst für unsere Serenade. Die Stadthalle im Frühjahr, wenn wir uns mit Bläsern verstärken, unser Sinfoniekonzert geben im April, Mai. Und Limesthermen haben wir auch schon mal Open Air im Sommer gemacht, das wollen wir gerne wieder machen, das war eine schöne Sache. Und anscheinend haben nicht nur wir Spaß dran und das Publikum sogar auch, sondern auch die Presse. Also der Presse gefällt es auch. Ja? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir noch nicht so gut sind, dass wir zerrissen werden. Ich nehme aber die positive Rückmeldung raus und wir haben dadurch immer mehr Spaß und neue Ideen, was wir machen können. Letzten Monat waren wir im Fahrenstall in Neula und haben sozusagen eine Streichwerkstatt gegeben als Streicherorchester. Ich habe ein bisschen gepinselt vorne. Und die Musiker haben dann ihre Dick aufgetragen mit Klangfarben und Tonmalerei. Und auch andere Ideen haben wir, die wir verfolgen wollen. Wir wollen gerne gucken, ob wir vielleicht Räume und Musik zusammenführen können, dass man sozusagen Atmosphäre schafft im Raum. Sei es eine Höhle, ein Bergwerk, eine Tiefgarage. Ich habe da alle möglichen Flausen im Kopf und wenn Sie noch gute Ideen haben oder so einen Raum zufällig besitzen, hat ja jeder Zweite eine Tiefgarage heutzutage, sind wir ganz offen, um da auch aufzutreten. Und die andere Richtung, die wir weiter suchen, ist Kooperation. Wir wollen mit vielen Institutionen aus der Stadt zusammenarbeiten und zusammen spielen. Das war in der Stadtkirche, haben wir mit der Orgel gespielt. Mit dem Ballett von der Musikschule haben wir die 4 Jahreszeiten in der Stadthalle aufgeführt. Und nächstes Frühjahr treten wir auf mit dem Chor der Oratorienvereinigung. Das ist eigentlich unsere große Schwester. Wir gehören ja auch zur Oratorienvereinigung. Werden wir in der Stadthalle ein Sinfoniekonzert mit Chor und Orchester geben. Und die Ideen spinnen wir auch noch weiter Richtung, was können wir zusammen vielleicht mit Fotografie machen, dass man zur Musik passend, zur Stimmung vielleicht
Fotos projiziert, Fotokunst. Bei Reinhold können wir uns mal unterhalten. Sand habe ich heute gehört, das steht noch nicht drauf, aber auch eine schöne Sache. Oder eben vielleicht auch Malerei. Das Einzige, was uns ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass wir vor den Auftritten tatsächlich auch proben sollten. Und da haben wir eine ganz gute Mischung gefunden. Wir proben hart und herzlich, immer wöchentlich und am Probenwochenende dabei. Und ein paar mischen das eigentlich auch ganz fair, hoffe ich doch. Zumindest kann nicht so viel vom Orchester da mit gemütlichen Pausen und geselligem Beisammensein beim Probenwochenende. Neue Mitspieler sind immer herzlich willkommen. Mittwochs 20 Uhr. Wer ein Streichinstrument spielt und sich traut, kurz vorzuspielen, ist herzlich willkommen, bei uns mitzuwirken. Natürlich darf ich eine andere Sache auch nicht vergessen. Wie es so vielen Vereinen geht, nützt es immer, wenn ein Klangkörper ähnlich viele Markierungen auf sich sammelt, wie dieser kleinere Körper. Unser Körper ist zurzeit größer, wir haben weniger Probleme drauf. Ich hatte auch noch ein bisschen Platz frei für die Stadt mit euch, Frau Heisch. Wir fördern Sie immer herzlich willkommen. Und zu guter Letzt, wenn Sie weder zu viel Geld haben, um uns zu sponsern, oder kein Instrument spielen, freuen wir uns über Sie als Publikum. Ob alt, ob jung, ist es, glaube ich, für alle was dabei. Und zu viele können es eigentlich auch nicht sein. Ja, wir freuen uns auf Sie beim letzten Herz, sind Sie herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass wir jetzt so einen kleinen Einblick bekommen haben und hoffe auch, dass wenn Sie das nächste Mal irgendwie am Steg, am Boot stehen, sitzen, vielleicht sogar der Himmel gerade voller Geigen für Sie ist, dass er als allererstes ans Kollegium Musicum. Das kann man auch bis dahin Adel denken. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiter einen schönen Abend. Vielen Dank.